In der vierten Aufgabe war eine Schaltung gegeben, die bestand aus zahlreichen Widerständen. Ein Widerstand R1, parallel dazu ein Widerstand R2. Die waren zwischen zwei Knoten angeschlossen, die schon mal mit 1 und 2 bezeichnet waren. Und dann gab es hier oben, da nehme ich jetzt mal eine andere Farbe für, einen Widerstand R3 und einen Widerstand R4. Und dazu noch in Reihe eine Quelle UQ1, die in diese Richtung zeigte. Und dann gab es etwas avantgardistisch einen schräg eingezeichneten Widerstand, der hieß R6 mit einer Quelle UQ1 dazu in Reihe. Und dann gab es hier unten noch einen Widerstand R5. Also insgesamt 6 Widerstände und 2 Quellen. Und die Aufgabe war jetzt, diese Schaltung so umzuzeichnen, dass man die Schaltung mit Hilfe der Knotenspannungsanalyse berechnen kann. Und zwar, um dann, das hier sollte der Knoten 0 sein, der Bezugsknoten, um diese Knotenspannung U1,0 und U2,0 zu bestimmen. Dafür sollte ein Gleichungssystem aufgestellt werden. So, was kann man jetzt also Schönes machen? Die Widerstände hier, das sind ja einfach nur Widerstände zwischen zwei Knoten. Die kann man übernehmen, die zeichne ich einfach mal ab. Also der Widerstand R1 und der Widerstand R2 zwischen den Knoten 1 und dem Knoten 2. R1, das ist R2. So, dann kann man aus dieser realen Spannungsquelle, einer Spannungsquelle mit einem reinen Widerstand, eine reale Stromquelle machen mit einem Parallelwiderstand, denn in der Knotenspannungsanalyse sind ja nur Stromquellen erlaubt und keine Spannungsquellen. Den Widerstand R5 hier, den zeichne ich auch einfach mal ab. Dann ist das hier hinten schon der Knoten 0. Ja, und das hier oben ist der Knoten 1. Den verlängere ich jetzt mal hier so ein bisschen, einfach um diese Quelle gerade einzeichnen zu können. Also aus der roten Spannungsquelle mit dem roten Reihenwiderstand wird jetzt eine rote Stromquelle. Der Spannungsfall hier zeigt nach unten in Richtung von dem Knoten 0. Das heißt, der muss hier von dem Knoten weg zeigen. Die nenne ich IQ1. Und die hat eben einen Parallelwiderstand. Das ist immer noch der Widerstand R6. Die Anschlüsse hier mache ich mal einfach in schwarz. Das hier ist natürlich immer noch der Knoten 1, weil hier ist ja nichts dazwischen. Das hat einige schon doch arg verwirrt. Wie kann man eine Spannungsquelle, die hier so schräg eingezeichnet ist, wie kann man die umzeichnen in eine jetzt irgendwie gerade Stromquelle? Man hätte die natürlich auch so schräg lassen können, aber egal. So, und der nächste Trick ist jetzt eben diese beiden Widerstände hier einfach mal zu einem Widerstand zusammenzufassen. Also das mache ich immer so ein bisschen on the fly und nenne den R3,4 und R3,4 ist eben R3 plus R4. So, und dann kann man hier genau das Gleiche machen. Wir haben einen Widerstand mit einer Spannungsquelle in Reihe. Das heißt, auch daraus wird eine Stromquelle mit einem Parallelwiderstand und die Stromquelle muss auch hier drüben nach oben zeigen. Die nenne ich IQ2, weil die Spannungsquelle hier nach unten zeigt. Halt, Moment, jetzt habe ich das hier irgendwie verwechselt. Das sollte IQ1 sein und diese Quelle hier, das sollte 2 sein, das sollte die Quelle UQ2 sein. So, damit ist das erstmal richtig gestellt und der Widerstand hier, das ist natürlich dann immer noch der Widerstand R3,4. Und das Ganze muss hier oben natürlich noch verbunden werden. Ein Lötpunkt, noch ein Lötpunkt. Das ist immer noch der Knoten 1 hier oben und das hier unten ist natürlich immer noch der gleiche Knoten 0 an dieser Stelle und an dieser Stelle, weil ja hier keine weiteren Elemente dazwischen sind. So, jetzt müsste man sich an dieser Stelle noch überlegen, wie groß ist denn diese Quelle hier? Das schreibe ich mal hier drunter. IQ2
würde sich jetzt ergeben, wenn Werte gegeben sind aus UQ2 aus der Spannungsquelle durch den Widerstand R6 und die Quelle IQ1 würde sich genauso ergeben aus UQ1 durch diesen zusammengefassten Widerstand R3,4 und den könnte man auch wieder schreiben als R3 plus R4. Damit wären die, hier muss natürlich kein Strich drunter, weil das kein Zeiger ist, damit wären diese beiden Ströme bestimmt und ja, damit könnte man jetzt weiterrechnen und das nächste war jetzt eben ein Gleichungssystem aufzustellen, was sich eignet, diese Schaltung mit der Knotenspannungsanalyse zu berechnen. Das heißt, wir brauchen eine Knotenleitwertmatrix, wir brauchen den Vektor mit den Knotenspannungen, die zu bestimmen sind. Das sind ja außer des Bezugsknotens hier nur diese beiden Knoten 1 und 2. Und dann brauchen wir auf der anderen Seite des Gleichungssystems den Vektor, wo die Quellen drin stehen. So, vielleicht noch ein paar typische Fehler, die hier irgendwie so schief gelaufen sind. Was man relativ häufig gesehen hat, ist, dass die Stromquellen hier in die falsche Richtung zeigten, dass die Stromquellen hier irgendwie mit anderen seltsamen Formeln ausgerechnet wurden, sodass da auch nicht unbedingt ein Strom rauskam. Oder die Schaltung wurde irgendwie umgezeichnet, aber dabei wurden die Spannungsquellen nicht wirklich in Stromquellen umgewandelt. Ja, und wie gesagt, dieser schräg eingezeichnete Zweikill hat auch für einige Verwirrung gesorgt oder einige Verwirrung gestiftet. So, jetzt eben Knotenspannungsanalyse für dieses Netzwerk hier. Man braucht drei Regeln. Wir müssen uns überlegen, was steht auf der Hauptdiagonale dieser Matrix, was steht auf den Nebendiagonalen dieser Matrix, was steht hier in diesem Stromquellenvektor drin. Die Regel für die Hauptdiagonale der Matrix lautet, in der ersten Zeile, ersten Spalte, also im Element 1,1 stehen die Summe der Leitwerte von allen Elementen, die am Knoten 1 angeschlossen sind. Der Knoten 1 ist alles hier oben und dann steht da eben G1 plus G2 plus G6 plus G3,4. Also G1 plus G2 plus G6 plus G3,4 und die Gs, G, J ist natürlich einfach das Reziproke von RJ, wenn man das so aufschreiben möchte. So, und das gleiche nochmal für den Knoten 2. Am Knoten 2 ist der Leitwert G1 und G2 und G5 angeschlossen, eben alle, die unten angeschlossen sind. So, damit ist die Hauptdiagonale gefüllt. Jetzt geht es noch um die Nebendiagonalen. Die Nebendiagonalen sind immer die negativen Koppelleitwerte zwischen zwei Knoten. Dann sieht man zwischen dem Knoten 1 und Knoten 2, gibt es diese beiden Leitwerte, also minus G1 minus G2. Und das gleiche hat man natürlich auch hier in der ersten Zeile, zweiten Zeile ersten Spalte oder in der ersten Zeile zweiten Spalte dieser Matrix. Interessanterweise war hier ein typischer Fehler, diesen Leitwert G1 zu vergessen. Naja, weil er vielleicht nicht so direkt zwischen diesen beiden Knoten eingezeichnet ist, sondern so ein bisschen mit so einem Umweg. Trotzdem ja, ist das natürlich ein Koppelleitwert zwischen dem Knoten 1 und dem Knoten 2. Ansonsten, was so beim Aufstellen dieser Matrix häufig noch schiefgelaufen ist, es wurde sich ganz gerne mal ein dritter Knoten gedacht, also zum Beispiel das hier hinten wurde fälschlicherweise als Knoten 3 bezeichnet, dann gab es eben noch eine dritte Zeile, dritte Spalte in dieser Matrix, dabei ist das ja hier oben alles der gleiche Knoten, hier ist ja kein Element dazwischen. Einige Studierende haben auch der Matrix sozusagen eine nullte Zeile und nullte Spalte hinzugefügt und nochmal aufgeschrieben, welche Elemente denn eben alle am Bezugsknoten anliegen. Die spielen aber überhaupt gar keine Rolle in dieser Matrix, die fallen einfach weg. Dann ein auch nicht untypischer Fehler ist, dass irgendwie eine Matrix aufgestellt wurde, die aber am Ende nicht symmetrisch war, also nicht sich an der Hauptdiagonale spiegeln lassen konnte, was aber eben so sein muss. Ja. Oder typischer Fehler, hier standen eben die Widerstände drin und nicht die Leitwerte. Dabei müssen das ja die Leitwerte sein. So, dann fehlt hier hinten noch der Vektor mit den Quellen, dieser hier. Da stehen jetzt einfach die Summe der Stromquellen drin an jedem Knoten. Am Knoten 1 ist die Quelle IQ1 und die Quelle IQ2 angeschlossen. Beide fließen auf diesen Knoten zu, also steht hier IQ1 plus IQ2. Und am zweiten Knoten sieht man, ist keine Stromquelle angeschlossen, deswegen steht da eine 0.
Hier war ein typischer Fehler, dass hier dann irgendwie wieder die Spannungsquellen auftauchten, aber ohne diese Widerstände hier sind einfach nur die Spannungsquellen, das dann macht diese ganze Gleichung natürlich irgendwie von der Einheit her keinen Sinn. Hier vorne war noch ein beliebter Fehler, dass hier anstatt des G3,4 dann auftauchte plus G3 plus G4. Das ist natürlich Quatsch, denn also wenn, dann müsst ihr eben sowas stehen wie 1 durch R3 plus R4. Das wäre wiederum richtig. Ja, also einfach konsequent mit in Reihe geschalteten Widerständen weiterrechnen, auch wenn man daraus jetzt einen Leitwert macht. So, das waren so die typischen Fehler und die doch eigentlich gar nicht so komplizierte Lösung für diese Aufgabe.